Daniel Koch, 29 Jahre, Redakteur bei meintischtennis.de, Bezirksklassespieler vom TV Arnoldsweiler, QTTR-Wert von 1500, Kreisranglistensieger Schüler A von 2003, Spezialschlag, Rückhand aus der Hüfte. Tritt an gegen Jochen Wollmatt, 53 Jahre, fünffacher Paralympicsieger, sechsfacher Weltmeister, 11 Jahre lang Weltranglisten-Erster, 24-facher deutscher Einzelmeister, QTTR-Wert von 1765. Bei Zero vs. Hero spielt Amateur Daniel gegen unterschiedlichste Heroes aus der Tischtennisszene. Vom Herren-Nationalspieler bis zum Rollstuhlprofi. Die Vorgaben an die Favoriten lautet, kein Mitleid zu zeigen und voll durchzuziehen. Gespielt werden 3 Sätze, das heißt, dass ein Spiel auch 2-1 enden kann. Dem Gewinner winkt keine Medaille, aber Ruhm und Ehre. Daniel, die Saison ist jetzt vorbei, die Sommerpause hat begonnen. Wie sieht deine Vorbereitung in den nächsten Monaten aus? In den nächsten Monaten? Also jetzt nach dem Spiel heute kann es gut sein, dass ich erstmal einen Schläger für ein paar Wochen zur Seite lege. Und dann mal schauen, ich werde sicherlich das ein oder andere Turnier im Sommer spielen, aber ja, so wie ich Lust habe, jetzt nicht unbedingt, wenn 30 Grad draußen sind, so wie heute, sondern eher, wenn es dann vielleicht wieder ein bisschen abgekühlt ist. Also ja, das ein oder andere Turnier werde ich spielen, hin und wieder vielleicht trainieren, aber ansonsten mache ich jetzt nach dem Spiel heute, kann es gut sein, dass ich jetzt erstmal ein paar Wochen Pause mache. Jochen, du hast bereits unzählige Erfolge feiern dürfen. Wie hast du dich auf dieses besondere Spiel gegen Daniel heute vorbereitet? Na, ich habe mir zumindest mal ein Video angeguckt, wie er so die letzten Spiele gemacht hat, oder zumindest mal das letzte gegen Bondareva. Und ja, habe so ein bisschen geschaut, wo sind die Schwächen von ihm, wo hat er ein Handicap in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, das passt ja immer ganz gut zu mir. Und mal gucken, ob ich es ausnutzen kann. Alles klar, und was nimmst du dir vor im Spiel? Na, ich will schon durchspielen, will aber auch ein bisschen spielen. Ich spiele ganz gerne halt auch immer ein bisschen, aber eigentlich auch so ein bisschen, um halt schöne Ballwechsel spielen zu können. Aber natürlich, der Sieg ist klar.
Jochen, wir fangen am besten mit dir einmal an. Erstmal vielen Dank, dass du mitgemacht hast, die Zeit genommen hast. Meine Frage wäre, du hast jetzt mit Daniel gegen einen nicht behinderten Spieler gespielt. Gehst du taktisch an Spieler anders ran, wenn du gegen einen behinderten oder nicht behinderten Spieler spielst? Generell nicht. Also erstmal hat es mir auch Spaß gemacht halt zu spielen, ja auch gegen Daniel. Nein, also ich habe schon so eine gewisse Spielsituation, die ich halt so nachspielen möchte, weil ich mir die Gegner natürlich ein bisschen angucke, wo haben sie halt ihre Schwächen halt auch. Im Behindertensport wird tatsächlich viel auf das Handicap gespielt, um einfach sich natürlich Vorteile zu verschaffen. Das nutze ich aber auch genauso im Nichtbehindertenbereich.
wenn ich sehe, dass jemand in der Rückhand halt schwach ist, dann spiele ich ihm halt auch 10-mal in die Rückhand. Da habe ich keine Probleme mit, wenn es denn passt halt so. Ne? Aber wie gesagt, für mich ist das eigentlich kein Unterschied, ob der jetzt ein Handicap hat oder nicht. Manchmal ist ja mit Handicap kommen die Bälle natürlich ein bisschen anders als jetzt so im Regelsport. Aber Daniel hat auch so einen eigenartigen Vorhandball, der noch so ein bisschen Seitenschnitt mit drin hat. Also es hat auch ein gewisses Handicap dabei. Okay. Daniel, zu dir, das war jetzt auf jeden Fall die knappste Niederlage bis jetzt hier bei Zero vs. Zero. Wie ärgerlich ist für dich der erste Satz? Hattest du sogar einen Satzball gehabt? Ja, den hätte ich natürlich gern gewonnen. Da wollte ich am Ende zu viel. Hat mich erstmal überrascht, dass ich überhaupt dann so weit gekommen bin. Jochen hat mich sicherlich hier und da ein bisschen mitspielen lassen. Mal mehr, mal weniger. Aber ja, ich glaube, einen Satz verlieren wollte auf keinen Fall und schade dann, dass ich das nicht geschafft habe und eben am Ende zu aggressiv war im Prinzip. Hast du heimlich deine Vorhand trainiert? Die kam heute wahnsinnig gut. Habe ich nicht. Hat mich auch teilweise ein bisschen überrascht. Beim Einspielen sah es noch nicht so gut aus, aber ich habe gemerkt, dass ich Jochens Bälle, wenn er angreift, so gar nicht geblockt bekomme und da musste ich halt wieder eigentlich volles Risiko spielen. Hab ihm seine Ausschläge in die weite Vorhandseite gelegt, dass er angreift, aber eben nicht von der Rückhandseite eben aus, mir in die Vorhand angreift und ich dann hart darauf versuche, den Punkt zu machen. Das war so meine Taktik, es hat ein paar Mal geklappt und bin damit ganz gut gefahren. Wie gesagt, volles Risiko musste ich jetzt wieder spielen, weil ich die Bälle nicht geblockt bekommen hätte und eben selbst angreifen musste und das habe ich hier und da geschafft, habe viele Punkte gemacht, bin zufrieden. Satzgewinn wäre natürlich schön gewesen, aber ja, bin auch so zufrieden. Vielen Dank euch beiden.